Ein Hallo an alle Zuschauer, die eingeschaltet haben. Wir sind hier in England auf dem Silverstone Circuit, wo in Kürze das 12. Rennen der Moto2-Weltmeisterschaft beginnt. Der Himmel ist wolkenfrei und laut letzter Wetterberichte können wir mit den üblichen Temperaturen für diese Jahreszeit hier rechnen. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer niegelnagelneuen Folge von VR46, aka MotoGP 2016. Und wir fahren immer noch die Moto2. Hey, und es ist doch tatsächlich Zufall, dass wir heute in Silverstone fahren, den guten Britain GP. Und ja, wer ein bisschen in der GP aufgepasst hat, ist ja, dass wir, besser gesagt nicht wir, aber die, sind ja in der MotoGP neulich erst, gestern war es, ne? Ja, ich glaube gestern. Gestern war ein hektiger Tag, ich weiß nicht. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Gestern sind sie auch in Silverstone gefahren, da gab es echt ein geiles Ereignis. Meine heimliche Geliebte hat endlich mal gewonnen. Nicht der Fahrer, nein, die Marke. Die Suzuki hat in Silverstone den ersten Platz gemacht. Vor Rossi, der ist nämlich nur Dritter geworden. Geile Sache. Und natürlich ist es richtig geil, dass wir heute auch in Silverstone fahren. Tja, ungeplant ein geiles Ereignis. Das ist übrigens der erste Sieg seit 2007. Für Suzuki. Für das Suzuki-Team an sich. Für den Fahrer weiß ich jetzt nicht. Der ist für mich so unscheinbar. Weiß ich gar nicht. Ich kenne ihn noch nicht mehr. Ich habe auch den Namen spontan vergessen. Ach ja. Naja, und viele fragen mich immer von euch, was los ist, warum ich immer mitten im Satz manchmal aufhöre zu quatschen, ob ich irgendwie einen an der Waffel habe oder so. Oder einer hat mir schon mal eine PN geschickt, ob ich einen, einen Tumor im Kopf habe, dass ich immer irgendwelche Aussätze habe. Nein, da kann ich euch beruhigen, ich bin von Natur aus doof. Bin ja blond. Nein, das hat einfach damit zu tun, momentan hat meine Allergie immer noch mich sehr fest im Griff und ich möchte euch ungern diese Wirkgeräusche und Hochziehgeräusche und alles mögliche immer in die Videos antun. Das ist immer ein bisschen krass, wenn man so zwei, drei Stunden aufnimmt, ein paar Folgen zusammenschneidet und die ganze Zeit immer diese Huster und sowas raushauen muss. Sonst kann man ja einfach die Aufnahme beenden, cuttest du hier, cuttest du da, fertig, sieht man ja, wo man cutten muss und dann rendert man den ganzen Quatsch. Nochmal ein bisschen vom Lüfter rauschen, rausfiltern von der Playsee und dann kann man den ganzen Quatsch eigentlich hochladen. Schnell ein Thumbnail machen, noch einen Text zuschreiben, wie ein Titel, eine kleine Videobeschreibung, fertig. Ja, denkst du. Wenn aber auf jede Sekunde achten musst, wo du irgendwo einen Huster, einen Hochzieher hattest, manchmal vergesse ich das sogar, das ist dann echt eklig. Selbst für mich und ja. Das ist eine Menge Arbeit. So wird man eben ein 10-Minuten-Video zu 20 Minuten plus das ganze Rendern und das nervt einfach. Gerade wenn du eine längere Aufnahmesession machst, wie zum Beispiel bei Fallout, dann nehme ich ja manchmal bis zu 7 Stunden am Stück auf. Da bist du Fummelarbeit. Da muss ich mir schon das Husten hochziehen, schon immer in den Ladebildschirm verkneifen. Versuche ich ja hier bei Rossi auch hinzubekommen, dass ich das dann einfach genüsslich rauscutten kann, dann spare ich mir da die Arbeit. Aber naja, manchmal spielt man meinen Körper halt einen Streich und ich muss dann mitten im Satz husten. Ich kann es ja nicht unterdrücken. Klingt echt eklig. So. Aber genug von dem Quatsch erzählt. Und kommen wir ein bisschen zum zu euch, zu unserem Team, zu meinen Mechanikern, zu unseren Fahrer Rins und sowas. Ich habe euch ja vor ein paar Folgen gebeten, euch ein Team auszusuchen, welches wir denn in der nächsten Saison an Start nehmen, wenn wir es schaffen sollten, den ersten in der Meisterschaft zu holen und dann sogar Glück haben, dass uns irgendein Team möchte aus der MotoGP. Da habe ich euch ja gebeten, euch bitte ein Team oder zumindest eine Herstellermarke auszusuchen. Und ja, es wird ordentlich geklickt auf dem Video, es wird auch ordentlich geliked, finde ich gut. Und vor allen Dingen gibt es rege Kommentare. So gefällt mir das. Nur so habe ich mir das auch gedacht. Und ja, momentan ist ein Team vorne. Naja, eigentlich wurde nur die Marke gesagt.
die gefahren werden soll. Aber da es nur ein Team gibt, die diese Marke fährt, liegt das Team halt vorne. Also, zur Auswahl stehen momentan die gewählt worden sind. Aber ich kann eins spoilern, Ducati ist nicht dabei. Keiner will Ducati fahren, finde ich irgendwie interessant. Dabei ist eine Ducati eine richtig gute Marke. Und ein guter Allrounder. Dann das mal so, ein guter Allrounder. Die Bremsen sind nicht die besten, aber man kann eine Menge Scheiße mit der Maschine anstellen. Und da hat man auch eine Menge Spaß mit. Ja, ganz vorne weg. Hätte ich nicht gedacht, aber naja, ihr wollt es unbedingt. Rossi-Fans sind unter euch. Auf jeden Fall soll Valentino Rossis Team gewählt werden. Das heißt, die Yamaha ist auf jeden Fall mit dabei in einer engeren Auswahl. Dann haben wir die Aprilia in der engeren Auswahl, nämlich mit 2 Stimmen. Das ist nämlich das Cressini-Team, was schon 2 Stimmen hat. Dann Honda mit Repsol. Ein Klassiker eigentlich. Es gibt noch ein anderes Team, das wurde nicht gewählt. Hauptsache Repsol. Ja. Mein Erzfeind. Bin ich mal gespannt, ob das absichtlich ist von demjenigen, weil er weiß, dass ich was gegen Honda habe in der GP. Aber naja, wird sich zeigen. Ja, und dann natürlich Suzuki, das Extra-Team. Jeweils alle mit einer Stimme bis jetzt. Das heißt aber noch gar nichts. Wir haben uns noch nicht entschieden. Das MotoGP Season-Ereignis hat ja noch gar nicht angefangen. Darum können wir da ganz in Ruhe noch entspannt gehen, da ist noch nichts entschieden. Ich möchte euch nur kurz einen Zwischenstand sagen, was Stand der Dinge ist. Und Aprilia ist nun mal mit 2 Stimmen vorne, während alle anderen Teams nur eine Stimme haben. Ihr könnt ja auch gerne in dieser Folge auch nochmal gerne reinschreiben, warum und weshalb ihr euch für das jeweilige Team entschieden habt, zum Beispiel. Denn das kann ja manchmal, wenn es logisch begründet ist, ja meistens mehr wiegen als eine einzelne Stimme. Und ja, ansonsten bin ich darauf gespannt, ob noch mehr Leute einen Tipp abgeben. Wie gesagt, Ducati wurde noch gar nicht gewählt, wenn es halt nicht gefahren werden soll, weil es die meisten Teams sind Ducati in der GP. Gut, dann fliegt das raus. Das heißt, wir wollen alle nur die Underdogs spielen. Na gut, die Yamaha ist zweimal vertreten. Einmal mit dem Monster Energy Team und mit dem Movistar Team von Rossi. Aber naja. Jeden das sein. Honda ist auch mit 2 Teams vertreten in der GP. Müssen wir halt gucken. Aber wie gesagt, ihr habt euch die Top-Teams ausgewählt. Finde ich okay. Bis auf das Cressini-Team. Ja, okay. Keine Sorge, Aprilia ist auch top. Und der eine hat ja auch gefragt, er hat gehört, dass es eine gute Kurvenlage hat, die Maschine. Und das kann ich nur bestätigen. Ich bin auch schon oft Aprilia gefahren und das Ding ist der Hammer in Sachen Kurven. Es ist schnell, es ist kurvenlagig, aber Aprilia hat auch wieder das gleiche Manko wie Ducati. Du kannst nicht bremsen. Das ist das Problem. Zu schwer die Maschine und zu schlicht eingestellt vom Werk her. So, dann schauen wir mal. Wie schaut's denn aus? Hey, wir haben sogar die beste Runde gefahren. Sehr schön. So, wo seid ihr? Hey, ihr seid Zweiter geworden. Hey, wir dominieren die Moto 2. Wenn das mal nicht geil ist. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal auf den Zwischenstand in der gesamten Meisterschaft. Wir sind immer noch vorne. Ja, mit über 60 Punkten sind wir vor Lovis unterwegs. Aber das Geile ist, ihr seid nur noch geschmeidige 11 Punkte dahinter. Das gefällt mir. Ja, das ist doch geil. Was ist denn da unten los? Wer hat sich denn da verbessert? Italiener. Nur Kalex-Maschinen. Die beste ist Corsi mit Speed-Up. Speed-Up ist aber auch leider gefallen. Ja, schade, Mann. Ich finde es kacke, dass die Sutter und die Tech 3 so schlecht sind. Na gut, die sind in echt auch nicht besser, aber... Ich hätte mir das so ein bisschen gewünscht, dass vielleicht sie nicht ganz so realistisch sind. Junge, Eishock, was machst du da, Mann? Das ist hier eine Simulation. Ja, hast ja recht. Hast ja recht. Aber ich fand es ganz lustig, dass wir heute auf Silverstone gefahren sind. Gestern sind sie auf Silverstone gefahren und haben ein geiles Ereignis gemacht mit Suzuki. Fand ich geil. So, nach dem Ladebildschirm. Normalerweise endet ja hier immer die Folge. Nein, aber nach dem Ladebildschirm geht's noch kurz weiter. Also bis gleich. Schauen wir doch mal ganz schnell in die DLCs rein, in die guten Add-ons. Was hier los ist. Ihr seht, es ist ein bisschen mehr geworden. Oben steht bei mir oben rechts installiert. Bei Season, keine Sorge, das ist nicht der Season Pass. Ich habe ihn mir noch nicht geholt.
Das ist die Best-of, sozusagen, Season von 2015, was in der echten GP passiert ist, nicht was in dem letzten Spiel passiert ist. Da muss ich mich nochmal gegen korrigieren. Das kennen wir ja, das ist Vorbesteller-Boni. Das hier sind Ingame-Points, die man kaufen kann. Das ist jetzt das erste DLC, was so rauskam, was man auch schon kaufen kann. Halt Rossis Ford Rally Car in einer anderen Farbe. Ist übrigens derselbe Ford, den wir auch so schon fahren in schwarz. Jetzt ist es halt mit ein bisschen grün dran. Dann gibt es etwas sehr Interessantes mit dem RC Cars. Auch was Cooles, wusste ich gar nicht. Radio Controlled Cars. Ich dachte immer, das heißt Remote Control. Wieder was dazugelernt. Ja, ihr hört es richtig. Wir können demnächst bei Valentino Rossi mit ferngesteuerten Autos auf der Moto Ranch umherheizen. 6 Autos gibt es zur Auswahl auf 3 verschiedenen Streckenvarianten. Auf der Moto Ranch Schotterpiste. Das heißt, das wird eine echte Rutschpartie. Bin ich mal gespannt drauf, aber wie ihr seht, wenn ich hier drauf klicke. Dieser Inhalt kann zurzeit leider nicht gewählt werden. Warum ist das so? Das ist kein Bug. Nein, das heißt nächsten Dienstag. Das ist der, wenn ich jetzt mal schnell gucke, der 13. Am 13. kommen die nächsten DLCs raus. Das war nämlich bei dem nämlich auch so, bei dem Rossi Ford. Das war da und dann eine Woche später am nächsten Dienstag kam denn das DLC raus. Was mich persönlich aber sehr interessiert, ist das hier. MotoGP Legendary Bikes. Erlebe die Geschichte von MotoGP durch 29 Fahrer, 18 Teams und 14 weitere legendäre Motorräder, die zwischen 1992 und 2006 produziert wurden. Das heißt, wir haben eine Menge alte Klassiker dabei auf MotoGP-Niveau. Das heißt, richtig große Kubikzahl. Leider auch hier nicht auswählbar. Das heißt, ab Dienstag gibt es 2 neue DLCs. Das heißt, damit sind wir insgesamt jetzt bei 4 DLCs. Na gut, 5 DLCs kann man sagen. Wenn wir ja gucken bei Ride im Season Pass, Ride 2 im Season Pass, wo man sich ja das vorbestellen kann, sind ja 8 DLCs drin. Gehen wir mal davon aus, dass auch 8 Stück hierbei drin sind. Könnte es sein, dass nächste Woche noch nicht der Season Pass reduziert wird. Aber wenn wir jetzt schon 5 haben, heißt es, es gibt noch 3 weitere DLCs. Eventuell, vielleicht kommt unten noch 1 oder so, keine Ahnung, vielleicht machen sie es auch nur mit 6. Aber sobald das 6. oder 8. DLC dann angekündigt ist, wissen wir, dass eine Woche darauf der Season Pass im Preis reduziert wird. Da bin ich echt mal gespannt, um wie viel sie den reduzieren. Der kostet ja jetzt noch 25 Euro. Auf 12,50 werden sie ihn wahrscheinlich nicht reduzieren. Das wären 50%. Wäre aber geil. Am besten wäre natürlich, wenn sie ihn für einen 10er raushauen würden. Dann würde ich mir ihn auch holen, weil so, keine Ahnung. Wir können ja mal gucken, wie viel so ein Ding hier kostet. 2 Euro. Der ganze Season Pass kostet 25 Euro. Also entweder kommen da noch eine Menge Sachen dazu. Ne, das kann ja hinten und vorne nicht stimmen. Wenn die alle mit 2 Euro dabei sind, wir können mal gucken, was der Vorbestellerboni hier kostet. Der kostet, glaube ich, auch 2. Ne, der kostet sogar 4. Also ihr seht, die Preisspanne ist sehr unterschiedlich. Übrigens, die Rossi Points gehören nicht zum Season Pass, ne? Also wundert euch nicht. Ja, ist halt Microtransfer, ne? Ja, das war es nur kurz noch gesagt. Ein kleines Bonus-Infotainment, wenn man es so nennen will. Ich bin mal gespannt, was da noch rauskommt. Also diese RC-Cars ist eine interessante Sache. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze fahren lässt und vor allem, wie es aussieht. Es gab ja so viele coole Spiele mit RC-Funktionen auf der PlayStation 2 seinerzeit. Auf PlayStation 3 weiß ich jetzt nicht. Auch auf der 360 gab es das nicht. Aber PlayStation 1 und PlayStation 2 gab es coole Sachen. Mit ferngesteuerten Autos. Das hat sich sehr gut gespielt und man hatte wirklich ein Feeling vom ferngesteuerten Auto, was man halt so aus Kindheitstagen kennt, falls ihr das mal selber für euch euer eigenen könnt. Damit meine ich jetzt nicht so welche extrem teuren ferngesteuerten Autos ab 200 Euro aufwärts, nein, sondern die ganz normalen hier von Dicky oder sowas. Ist ja alles das Gleiche. Oder auch von Toys R Us, die Teile, die man da überall kaufen kann. Das ist ja alles Mumpe, ne? Die Billigteile sind für manche genauso gut wie die teuren selbstgebauten. Aber nichts über einen ferngesteuerten Benziner. Darüber sage ich nichts. Die Dinger sind top. Ja. Ich bin gespannt. Vor allem bin ich das hier gespannt. Mit 29 Fahrer, da gab es ja ein paar legendäre Fahrer seinerzeit. Ob die alle mit dabei sind, bin ich mal gespannt. Oder ob es wirklich nur die von den Fans gewählten sind oder wirklich nach der Geschichte gehen. Weil die von den Fans gewählt sind, meistens die
sympathischen, als statt die, die immer nur die Sieger anfahren. Naja, ich bin da echt mal gespannt. Aber halt nur schade, ne? 18 Teams und 14 Fahrzeuge mehr. Ich meine, ob man die auch in der Karriere benutzen kann, weiß kein Mensch, ne? Da musst du wahrscheinlich nur im Singleplayer und im Multiplayer bist du unterwegs dann. Wenn überhaupt. Multiplayer ist sowieso so eine Geschichte bei dem Spiel. Okay, Leute, das war's. Ich glaube, ich habe euch genug zugetextet und ja, wenn ihr wollt, sind wir morgen wieder mit dabei. Und dann bin ich mal gespannt, was dann auf uns wartet, ne? Macht was Sinnvolles, ihr seid die Besten. Ich bin auch mal zurück. Ciao!